Hallo und herzlich willkommen zum 21. Part der Elden Ring Platin Guide Reihe. Mein Name ist Swati und in diesem Video werden wir mit dem Sarg eine Ebene tiefer hinuntergehen und eine legendäre Anrufung einsammeln und unsere Trophäe bekommen. Für alle legendären Zauber und Anrufungen, dann haben wir das auch erledigt. Dann werden wir Fias Questlinie fortführen und sie beenden und gegen den Drachen kämpfen. Und danach begeben wir uns ins Schneegebiet und beenden das Schneegebiet komplett und begeben uns dann zum Endgame, und zwar ins Drachengebiet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay. Und wieder an wichtigen Orten und Punkten werde ich Hinweise und Tipps geben und mich nochmal einklicken.
What is it to deny like the dog? I see. For I wished so it is. I must be. Go on, you deny it. Because we. Ja, und wir müssen mit Fia die ganze Zeit jetzt sprechen, bis sie eben schläft, um in ihren Traum hineinzugelangen. Das heißt, wir lassen uns wieder umarmen. Wir bekommen dann wieder diese Items, die uns einen Debuff ja geben, die am besten benutzen. Und wir schöpfen ihr Dialog komplett aus, bis sie eben schläft und wir mit ihr dann interagieren können. This is good. I am. I choose, and I will be. Who will inherit? What greater? This is good, but I am sad. I choose to lie, and I will be. Who will inherit? What greater? This is good. I am sad. I choose, and I will. Who will inherit you? What greater? Und wir werden mit Fia die ganze Zeit sprechen, beziehungsweise ihre Dialoge so lange ausschöpfen, bis sie schläft. Und wir rüsten das Drachenwundfett aus und benutzen ihre Siegel. Das heißt, wir wollen ja keinen Debuff haben. Und hier können wir dann mit ihr interagieren. Das heißt, wir rüsten unser Drachenwundfett aus, um mehr Schaden an Drachen auszuteilen. Also wir wechseln unseren Frostfett gegen Drachenwundfett. Und wenn wir dann mit ihr interagieren, erscheint ein Drache. Beim Drachen, ihr werdet jetzt gleich sehen, so Rauchwolken, schwarze, das verbreitet Todespest. Das heißt, wenn ihr in diesem Rauch drin stehen solltet, wo eben die Blitze einschlagen und sich der Schatz auflädt, seid ihr One-Hit, also ihr sterbt sofort. Und ihr beim jedem Drachen, ihr versucht auf seine Beine zu hauen, auf seine Flügel, wir benutzen unseren Frostatem, um ihn mit Frostschaden weh zu tun, bufft euch. Und er macht eben Blitzangriffe und er spuckt auch Feuer. Aber wenn ihr mit dem Drachenumfeld an seinen Beinen draufhauen solltet, sollte er kein Problem sein. Sorgt dafür, dass die Mimik Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn er Distanz aufbaut, spuckt er meistens Feuer oder er springt in die Luft, fliegt hin und her und beschmeißt euch mit Blitzen bzw. greift mit Blitzklauen auf euch an, stimmt auf euch zu. Aber so weit wird er gar nicht bei uns kommen, das heißt, bevor er wirklich in seine zweite Phase startet, werden wir ihn eigentlich besiegen. Ihr seht, Drachenwundfett und der Gegner ist kein Problem. Beziehungsweise benutzt eure Anrufung, die Blutungsschaden erhöht. Und hier könnt ihr schon sehen, ich laufe in diese Rauchwolken hinein und dieser Status lädt sich auf. Wenn er komplett
sich voll aufladen würde, wäre ich ja tot. Bevor das geschieht, kommen wir in die, wird die Sequenz eingeleitet und wir erscheinen hier. Und dort sehen die vier und dort könnt ihr eine Rune einsammeln. Und nachdem wir das gemacht haben, und falls ihr der Questlinie zugehört habt, wird jetzt hier einer stehen. Und zwar kein geringerer als Dees Bruder, beziehungsweise mit dem NPC, den wir gesprochen haben und er nicht wirklich was gesagt hat, als wir ihm die Rogers Rüstung gezeigt haben. Und er hat sie einfach, zerstückelt. Und ihr könnt ihn töten, ihr könnt ihn einfach so lassen, wie ihr auch immer wollt. Aber da er unsere Fia getötet hat, die uns immer wieder umarmt hat, töten wir ihn. Ja, mit der Rune haben wir ein weiteres Ende freigeschaltet, welches wir aber nicht benötigen für die Trophäe. Wir begeben uns in die Tafelrunde und leveln uns, benutzen alle Runen. Ich werde euch noch kurz zeigen, was man mit dem Boss Echos sich holen kann. Mit dem Drachen-Echo können wir halt seine Blitze und sein Todesgewitter uns holen. Und wir können hier diverse Items holen, die wir aber wirklich nicht brauchen. Das einzig wirklich starke ist hier die Blüte von Malenia. Wenn ihr möchtet, könnt ihr damit spielen, aber ihr braucht dafür halt einen viel höheren Glauben. Und da ich Glauben nicht mehr so weit hochskillen werde, werde ich ja die Anrufung hier nicht holen. Falls ihr euch höher gelevelt habt und ein höheres Level habt als ich und die Punkte in Glaube reinstecken könnt, könnt ihr, wenn ihr möchtet, eben diese Anrufung euch gönnen. Sie ist sehr stark, sie verbreitet Scharlachfäule. Ansonsten leveln wir unser Siegel hinauf, machen ihn ein bisschen stärker und wir werden alle unsere Runen verkaufen, uns leveln und ins Schneegebiet gehen. Und benutzt eure, also rüstet eure Fäuleratem aus. Ich habe es vergessen, mein Fäuleratem auszurüsten. Ihr könnt nämlich den Feuerriesen mit Scharlachfäule belegen. Und wie wir ja schon wissen, wenn wir den Gegner vergiften, den Boss, macht es die Sache immer einfacher. Da er, wenn er auch auf Distanz geht, immer regelmäßigen Schaden bekommt. Dann können wir auch das Gift für uns arbeiten lassen. Ich werde es leider vergessen, aber unsere Hauptschadensquelle wird eigentlich unsere Blutungswaffe sein. Beziehungsweise wir werden unsere Anrufung benutzen, um den Blutungsschaden zu erhöhen. Und damit machen wir dem Feuerriesen am meisten Schaden. Wir werden Alexander, das Kriegsgefäß, beschwören. Er wird mitkämpfen und der Boss, der Riese, macht langsame Angriffe, aber sehr wuchtige. Und am Anfang schlägt er mit seiner Platte auf euch zu. Er schleudert dann nach einer Zeit Feuer. Er macht einen Feuersturm. Das heißt, um ihn herum kommen Feuersäulen hochgeschossen. Dort gibt es eigentlich immer Safe-Bereiche, also schaut immer auf den Boden. Und stellt euch dorthin, wo keine Feuersäule hochschießt. Falls um seine Beine herum keine Feuersäule da ist, könnt ihr dort drin stehen und immer noch Schaden austeilen. Ja, habe ich gemerkt, ich habe meinen Fäuleratem vergessen, wollte nochmal umdrehen, aber da ist auch schon der Bossnebel erschienen. Ich werde einen Runenbogen benutzen. Der Feuerriese ist nicht wirklich schwer. Er dauert nur lange, da er sehr viel Leben hat. Und deswegen ist eben Blutungsschaden sehr effektiv. Falls ihr einer dieser Fette hier benutzen möchtet, benutzt den Fäule, also Fäulnisfett oder Magiefett.
Ich habe es zwar ausgerüstet, werde es aber in dem ganzen Kampf nicht benutzen. Ich werde einen Runenbogen benutzen. Und meine Mimik rufen. Ruft immer eure Mimik. Und danach bufft ihr euch, denn der goldene Schwur bufft auch eure Verbündeten in der Nähe. Und ihr werdet was an dem Riesen merken. Und zwar sein rechtes Bein ist verletzt. Er hat eine provisorische Hilfe gemacht, wie ihr sehen könnt. Er mit so einem Stock, beziehungsweise mit einem Baumstamm höchstwahrscheinlich, hat er sein Bein verbunden und auf diese schwache Stelle werden wir draufschlagen. Und ihr seht, sein Bein ist geschwächt, da er in Ketten war von der langen Zeit. Und diese Schwäche werden wir ausnutzen. Und hier fängt er an, mit Feuer zu schießen. Wie gesagt, er macht diesen Feuersturm. Er schickt Feuerbälle, die explodieren. Und in der zweiten Phase, wenn sein Bein ab ist, ja, werden so lange auf sein Bein hauen, bis er ihn abreißt. Fängt er an, nur noch sich herumzurollen, mit seiner Platte zu schlagen, beziehungsweise seine Platte hat er dann nicht mehr. Er schlägt dann mit seinen Armen herum. Er schießt Feuerbälle, macht seinen Feuersturm. Und aus dem Mund von seinem Bauch schießt er Meteoriten auf euch. Und ihr seht, Safe Spot im Feuersturm. Haltet euch dann hoch, nehmt euch die Zeit. Keine Panik machen. Wenn ihr Panik schiebt und hin und her springt, werden euch mehrere Feuersäulen treffen. Fokussiert euch immer nur auf sein Bein. Oh.
Hier begeben wir uns dann auf die linke Seite, auf der rechten Seite gibt es nichts zu holen. Wir setzen uns an die Gnade, wir beschwören Melina, unsere Begleiterin, beziehungsweise die, die auch unser Spektralross uns gegeben hat, ganz am Anfang. Und mit ihrer Hilfe werden wir den Kessel entzünden und den Baum in Brand stecken. I have long this world and death. Are you to commit? Very well. Let my hand. Und wir sind im Drachengebiet angekommen. Ein sehr, sehr spektakuläres Gebiet. Also ich finde dieses Gebiet so am schönsten. Ich finde es einfach nur atemberaubend mit den ganzen Tornados. Und in diesem Gebiet werden wir uns im nächsten Video aufhalten. Und ich bedanke mich wieder fürs Einschalten und Zuschauen. Ich würde mich über einen Kommentare freuen. Beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, versuche ich immer so schnell wie möglich euch zu antworten. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in Episode 22. Euer Swatchy.